Passend zum Frühlingserwachen öffnete nun auch die Riegersburg ihre Burgtore wieder für die Besucher. Bei der großen Eröffnungsfeier wurde den zahlreichen Gästen eine Vielzahl an Attraktionen geboten. Nach dem symbolischen Öffnen des Burgtores gab es für alle Altersklassen etwas zu erleben. Also wir haben die ganzen kulinarischen Größen hier vertreten, von A wie Amtmann bis Z wie Zotter, unter anderem auch Gölles natürlich und Meister Vulkanlandsekt. Also es gibt für alle Geschmäcker etwas zu finden und zum anderen natürlich ein großes, allumfassendes Programm mit viel Kinderprogrammen dazwischen. Die Greifvögel fliegen wieder heute, unsere Ritter hier werden einen Schaukampf liefern und die Taverne ist ganz neu und wird sozusagen auch mit eröffnet heute. Spannende Ritterkämpfe, geschichtsträchtige Wanderungen durch die Burg und auch Vorführungen der hauseigenen Burgschmiede. Bei traumhaftem Frühlingswetter konnten die Besucher den Flair der Riegersburg genießen und nach Lust und Laune am Burgfelsen planieren. Ja, von der touristischen Sicht aus sehr gut natürlich, weil alles, was da passiert auf der Burg, profitiert natürlich auch der Ort davon. Und wir sind ganz stolz, dass das Riegersburg Opening mittlerweile so einen großen Anklang gefunden hat und auch im Ort unten gibt es Ausstellungen von Künstlern, also rundherum ist Frühlingserwachen, Riegersburg-Erwachen, also ganz positiv für die Gemeinde. Was erwarten Sie sich für die heutige Veranstaltung? Ja, auf alle Fälle viele Leute und die sind mittlerweile ja schon auf dem Burgfelsen und ich glaube auch, dass die Mundpropaganda, die Werbung ganz eine wichtige ist im Tourismus und bei dem Wetter und bei den vielen Attraktionen, was heute geboten werden, glaube ich, ist das die beste Werbung für sich sprechend. Als kulinarische Gemeinde sorgten die Veranstalter natürlich auch für das leibliche Wohl ihrer Besucher. In Weißensaal wurden von zahlreichen regionalen Betrieben die besten Schmankerln der Genussregion Riegersburg zur Verkostung angeboten. Ja, natürlich, wenn man in so einem Ambiente wie da ist, im Weißen Saal der Riegersburg, ist es schon was Besonderes. Erstens für mich als Person, aber zweitens natürlich auch fürs Wirtschaftliche, weil das eine super Präsentation da ist und sehr viele Leute kommen, der sehr gut beworben wird. Und vor allem ist der Zeitpunkt sehr, sehr wichtig, weil jetzt ist einfach Saisonstart und jetzt geht's los. Und damit öffnen wir die Burgtore und die ganzen kulinarischen Tore wieder. Darum, glaube ich, ist es schon sehr wertvoll für uns, da dabei sein zu dürfen. Auch in der neu gestalteten Burgtaverne konnten sich die Besucher nach dem anstrengenden Anstieg auf den Burgfelsen stärken. Letztendlich hieß es dann Sonnenstrahlen genießen und einen genussvollen, erlebnisreichen Tag gemütlich ausklingen zu lassen.